Es gibt verschiedene Wege, wie ein Impfstoff einen Menschen gegen einen Krankheitserreger schützen kann. Hier schauen wir uns den Ansatz eines viralen Vektorimpfstoffs an. Mit dem Vektorimpfstoff bekommen wir den genetischen Bauplan für das Protein eines Krankheitserregers verabreicht. Dieser genetische Bauplan besteht aus Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA. Das Transportvehikel, das den Bauplan eines Erregerproteins in die Körperzelle transportiert, wird dabei als Vektor bezeichnet. Als Vektoren können zum Beispiel ungefährliche Viren verwendet werden. Diese werden für eine Impfung aus Sicherheitsgründen so verändert, dass sie zwar menschliche Zellen weiterhin infizieren, den Menschen aber nicht krank machen. Dabei wird im Impfvektor ein Stück DNA gegen den DNA-Bauplan für das Protein eines Krankheitserregers ausgetauscht. Nach der Verabreichung des Impfstoffes docken die Impfvektoren als erste an die Zellen an, um in sie einzudringen. Im Innern der Zelle angekommen, wird der genetische Bauplan des Vektors, die DNA, in den Zellkern transportiert. Im Zellkern wird die DNA des Erregerproteins in Messenger-RNA umgeschrieben. Der mRNA-Bauplan wird aus dem Zellkern transportiert und dockt an ein Ribosom an. Das Ribosom hat die Fähigkeit, den Bauplan der mRNA zu lesen und stellt das Zielprotein gemäß der Anleitung her. Im Falle der Impfung handelt es sich um das Protein eines Krankheitserregers. Das neu produzierte Erregerprotein wird an die Zelloberfläche transportiert, um es dem Immunsystem zur Prüfung zu präsentieren. Das Immunsystem erkennt, dass es sich um ein fremdes Protein handelt, das möglicherweise zu einem gefährlichen Erreger gehört und bekämpft werden muss. Als Reaktion darauf mobilisiert das Immunsystem ein breites Arsenal von Abwehrmechanismen. Neben spezifischen Immunabwehrzellen werden insbesondere Antikörper gebildet, die das Protein des Erregers gezielt bekämpfen und eliminieren. Und um uns langfristig zu schützen, merkt sich unser Immunsystem, welche Antikörper am besten gegen einen bestimmten Erreger wirken. Vektorimpfstoffe nutzen das Prinzip eines ungefährlichen Virus, die Zellen des menschlichen Körpers effizient zu infizieren, aber mit dem Unterschied, dass ein Impfvektor keine Infektion im Sinne einer Krankheit auslöst. Das Erregerprotein, das die Immunabwehr auslöst, wird in unseren eigenen Zellen hergestellt. Die Technologie des Vektorimpfstoffes ist seit vielen Jahren etabliert. Zum Beispiel gibt es einen Vektorimpfstoff zur Bekämpfung von Ebola. Weitere vielversprechende Anwendungen werden zurzeit in klinischen Studien erprobt.